Hallo ihr lieben Fische und willkommen zur Januarlegung 2022. Wir legen gleich los. So, oh, was habe ich da noch? Ein Körnderl. Ein Körnderl. Schauen wir, was das zu bedeuten hat für euch. So, danke für eure lieben Kommentare. Das motiviert mich, weiterhin diese Legungen für euch kostenlos anzubieten. So, für meine lieben Fische, was bringt das neue Jahr im Januar in der Liebe? Wie geht's weiter? So. Oh. Gut. Wir haben hier den Pagen der Kelche. Es dürfte hier in der Vergangenheit eventuell eine nette Begegnung gegeben haben. Eventuell habt ihr jemand Neues kennengelernt in der Vergangenheit. Ja, lassen wir das mal so stehen. Ich nehme hier wahr, ihr habt jemand Neues kennengelernt. Ihr habt diese Person auch getroffen. Ein nettes Treffen, eine nette Begegnung, eine liebevolle Begegnung, eine sehr freundliche Begegnung dürfte das hier gewesen sein. Gut, schauen wir weiter. Ich sehe hier Zurückhaltung, Zurückhaltung, Verschlossenheit, vielleicht auf Festhalten an einer gewissen Stabilität, ein gewisses Festhalten hier. Die Tür ist hier verschlossen, ein gewisses, ja, eine gewisse Verschlossenheit hier, auf jeden Fall. Aus welchem Grund auch immer. Und hier der Mond. Das Beleuchten, das in sich gehen, das Nachforschen hier. Ja, also in der Vergangenheit dürftet ihr hier wirklich eine sehr, sehr nette, freundliche, liebevolle Begegnung hier gehabt haben mit einer Person, die aber nur zu einem gewissen Punkt ging. Ab einem gewissen Punkt war hier dann diese Tür hier verschlossen. Und das beleuchtet ihr jetzt, meine lieben Fische. Das ist hier, was gerade passiert mit der Vergangenheit. Oder das habt ihr. Kommt davon, wann ihr die Legung schaut. Oder das habt ihr euch jetzt im Dezember angeschaut. Ja, ihr seid hier auch, habt auf eure Gefühle geschaut. Seid hier eher in das tiefere Hintergrundwissen, in eure Bedürfnisse, in eure Gefühle hier, in eure Vergangenheit hier reingegangen und habt das Ganze hier etwas näher betrachtet, ja? Was passiert hier im Jänner? So, die Drei der Münzen. Die Drei der Münzen ist grundsätzlich hier der Aufbau von etwas. Ihr entweder arbeitet ihr an einem neuen Projekt, ihr lernt etwas, ihr lest etwas, ihr schreibt vielleicht hier auch etwas. Dieser Mann hier schreibt hier etwas. Die Drei der Münzen kann aber auch genauso der Aufbau von etwas sein, der stabile Aufbau einer Beziehung, einer, ja, wenn etwas niedergeschrieben wird, ist es ja schon mehr, als wenn man nur spricht oder sich etwas anhört. Und genauso ist es hier. Es ist hier schon der nächste Schritt hier zu etwas,
zu sehen hier im Jänner bei euch. Oh, ich sage schon wieder Jänner. Ich glaube, das sagt man bei euch in Deutschland nicht. Und hier die Vier der Schwerter. Hier auch das Abwarten, das Zurückziehen, das Meditieren. Aber ich nehme das in diesem Deck hier nicht so wahr wie im anderen Tarot, da diese Person hier nicht liegt, sondern sie steht bereits. Sie steht zwar hinter dem Haus im Schatten, aber sie ist schon bereit, hier die drei Schwerter hier ruhen zu lassen und mit dem neuen Schwert hier, mit einer neuen Entscheidung, mit einer neuen Erkenntnis hier vorwärts zu gehen. Also es ist hier eher schon so ein Wissen, was man hier jetzt vorhat. Und zwar die drei der Schwerter, die alten Verletzungen, die alten gedanklichen Sorgen, Ängste, Verletzungen hier ruhen zu lassen und hier mit der neuen Erkenntnis hier vorwärts zu schreiten. Das ist hier auf jeden Fall schon der Plan. Man hält sich zwar hier noch etwas im Hintergrund, hat aber hier definitiv schon einen Plan, wie man hier sieht. Und zwar ist der Plan hier die Vier der Stäbe. Die Verbindung, das glückliche Beisammensein hier, ja, eben der Aufbau hier, der hier ja schon geplant wird. Genau, hier haben wir die 5 der Münzen. Hier haben wir 3, 4, 5. Hier auch ein Wachstum zu sehen. Man sieht hier auch, wie ich gerade sagte, hier diese alten Verletzungen, die 3 der Schwerter, die ja normal ins Herz reinstechen. Hier wirklich ruhen zu lassen und vergangen ist vergangen. Hier die 5 der Münzen. Hier haben wir die 4 der Münzen. Hier die 5 der Münzen. Ich sehe hier wirklich 3, 4, 5 der Münzen. Einen Wachstum, und zwar einen stabilen Wachstum in der eigenen Stabilität bei euch, liebe Fische. Einen inneren Wachstum im eigenen Wertebereich. Nehme ich hier wahr? Ihr lernt hier vielleicht auch, ihr lest hier vielleicht auch über euren Selbstwert, über Selbstliebe im Rückzug. Und hier haben wir, ist grundsätzlich die 5 der Münzen, ist hier auch die Mangelkarte, die Karte des Verlustes, die Karte des Weitergehens aus einem unerfüllten, aus einer unerfüllten Umgebung, würde ich sagen. Ja, diese Umgebung ist hier kahl, ja. Und bei den 5 der Münzen geht man aus etwas raus, aus einem unerfüllten Bereich. Und hier auch die Bewegung hier von 3 auf 5, hier der Aufbau, sehe ich hier sehr starkes inneres Wachstum in Selbstliebe, in Selbstwert. Und hier auch mit der Kraft, mit der liegenden 8 hier, die Kraft drückt das hier nochmal deutlicher aus, dass sie hier wirklich die innere Kraft hier entwickelt und hier auch sehr viel dafür tut, dass hier der innere Wert hier steigt und aufgebaut wird, diese innere Sicherheit. Und das möchtet ihr hier auch verteidigen. Ihr seid hier in einer Position, wo ihr euch verteidigt vor Angriffen, womöglich. Ihr seid noch nicht so sicher, dass euch das nichts mehr anhaben kann.
Ja, ihr habt hier diese Stäbe aufgestellt und seid hier, habt hier einen Schutz quasi aufgebaut, was in dieser Phase vollkommen okay und natürlich gut ist, denn in so einer Phase kann man schnell wieder umgestimmt werden, im alten Umfeld hier zu bleiben. Und da habt ihr hier die Schutzmauer aufgestellt und gesagt, nein. Ich gehe hier nur mehr Richtung Sonne und werde mich hier von diesem Umfeld, von solchen Mangelsituationen abwenden oder zumindest schützen, schützen. Ja. Klassisch hier. Das passiert immer in solchen Situationen. Dann kommt natürlich hier die Schattenseite. Wenn man Richtung Licht gehen möchte, kommt natürlich immer nochmal die Schattenseite hoch. Das ist ganz klar. Dann kommen natürlich diese ganzen Schattenthemen hoch, die in einem sind, die rund um einen sind, die möchten einen natürlich irgendwo sagen, bleib hier bei uns, ja, weil ich meine, du fehlst ja dann auch im Grunde, wenn du dich veränderst, fehlst du ja in deinem alten Umfeld dann. Ich sehe eine starke Transformation, eine starke Veränderung hier, ja. Und du sagst hier klar, du beschützt dich hier, du wehrst das hier ab, ja. Links und rechts von dir, hier die Schattenseite, der Teufel quasi hier, der Mangel, der Schatten, der sich hier zeigt. Du wehrst es hier klar ab und arbeitest hier weiter an deinem Wert. An deinem Inneren, an deinem Äußeren, was auch immer, an was du arbeitest, aber du arbeitest hier weiter und hältst so, dass die Schattenseite etwas fern, ja? Und zwar so lange, bis du in der Stabilität bist, bis das hier ausgeglichen ist in der Waage. Solange bis du so stabil bist, dass dich das nicht mehr wegreißen kann. So, wie geht's weiter? Was ist hier mit? Wir haben hier den Page der Stäbe. Weil das war jetzt sehr viel Selbstaufbau hier, sehr viel Selbstwert, Selbstliebeaufbau hier und hier die klare Verteidigung dessen auch, was du dir schon aufgebaut hast, was du dir gerade dabei bist aufzubauen. Aber wir haben ja hier eine zweite Person. Wie geht das hier weiter? Der Page der Stäbe. Der Page der Stäbe. Ich möchte hier bitte eine Klärungskarte. Das ist ja sehr spannend, ja? Ja, es dürfte hier eine Person doch geben. Das könnte hier durchaus die gleiche Person sein. Oder ja, könnte durchaus hier sein. Aber ich nehme hier so wahr, diese Person ist zwar neugierig und geht aber so ihren eigenen Weg und möchte von diesen ja, Schattenthemen hier nicht wirklich viel mehr wissen. Ja? Diese Person möchte Ausgeglichenes geben und nehmen. Wir hatten hier vorher die Gerechtigkeit mit der Waage. Diese Person möchte das hier ausgeglichen. Ja, und hier war es eventuell noch nicht hier ganz ausgeglichen, was du dir vielleicht schon angeschaut hast
und deshalb hier überhaupt in diese Transformation hier reingegangen bist? Ja, ich nehme so wahr, diese Person ist zwar neugierig, offen und freundlich, ja, und bereit hier, ja, offen und bereit hier Dinge zu tun. Moment, was hat sie um? Aha, eine Blumenkette hier. Sehe ich gerade zum ersten Mal. So eine Sonne, Sonnenblume, ja, hier umgehängt. Aber mit diesen Schattenthemen, ja, möchte diese Person zumindest nicht mit Schattenthemen von anderen Personen, da möchte sie nicht involviert werden. Ja, also diese Person möchte ein ausgeglichenes Geben und Nehmen. Möchte da hier nicht reingezogen werden. Das ist hier die klare Botschaft. Aber ansonsten sehe ich diese Person jetzt nicht als abweisend oder abwertend. Ja? Diese Person ist grundsätzlich sehr offen und ist hier auf dem eigenen Weg. Ja, hat hier auch schon einiges hier aufgebaut. Hat hier schon einiges aufgebaut. Wir haben hier wirklich alle Münzen. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hat hier auch schon einiges aufgebaut und möchte sich das auf keinen Fall hier mehr nehmen lassen. Ja, achtet hier besonders auf das gerechte Geben und Nehmen, nehme ich hier so wahr. Und wenn hier jemand gerecht auf Augenhöhe auf diese Person zutritt, dann ist das auch kein Problem. Okay, es könnte durchaus sein, dass diese Person hier euren Prozess hier in Gang gebracht hat. Hier sind zwei Karten geflogen. Die achte Kelche und die Hohepriesterin. Die achte Kelche und die Hohepriesterin. Ich nehme hier euch so wahr, liebe Fische. Ihr werdet hier, glaube ich, weiterziehen und werdet hier eurem Weg hier folgen. Ja, ihr werdet hier eurer Intuition hier folgen und werdet das Alte hier verlassen, wie hier. Hier ist auch schon das Verlassen angezeigt. Ihr werdet hier das Alte verlassen und hier auf die 10 der Kelche, auf die 2 der Kelche, auf die Begegnung hier auf Augenhöhe, ja, ins Ungewisse. Sie geht ja hier in das Dunkle, ja, in das Dunkle und geht hier einfach los, ohne zu wissen eigentlich, wo wirklich der Weg ist. Aber sie verlässt hier die alten 8 Kelche, weil sie weiß, dass hier das nicht ihre Erfüllung ist. Sie folgt hier ihrer Intuition hier mit dem Delfin und folgt hier eben der Intuition, dem Gefühl, den Sternen, dem Mond hier in der Dunkelheit, ja, ohne dass sie den Weg kennt. Aber sie weiß, es gibt hier noch mehr, und zwar die Begegnung auf Augenhöhe, auf die 10 der Kelche, die 10 gefüllten Kelche, die komplett vollständig gefüllt sind, die sie auch erfüllen. Und da haben wir auch die Hohepriesterin, die natürlich ja, die höchste Frau hier ist im Tarot, würde ich sagen,
die komplett hier geführt ist. Hier auch das Universum, hier der Mond, die alles weiß, alles fühlt, alles sieht und sich hier führen lässt durch die Dunkelheit. Und so wirst du dich hier auf den Weg machen. Ja, also was mit dieser Person hier ist, können wir im Jänner noch nicht sagen. Ich sehe hier diese Person eher im, auch im Aufbau natürlich, hier im Warten auf die Ernte hier, ja. Hier sehe ich noch keinen wirklichen Ausgang, aber es besteht hier eine Verbindung. Aber diese Person hat hier klare Richtlinien, eine Begegnung auf echter Augenhöhe. Und diese Person hat auch hier sehr hohe Ansprüche. Hier sehe ich, was hier auch ja, die 10 der Kelche anbelangt. Und ich nehme so wahr, du lässt dich hier wirklich führen. Ich weiß nicht, ob das auf viele von euch zutrifft. Aber das war hier die Botschaft. Ich ziehe noch eine Karte aus der Bestimmung. Was hier der Rat noch zusätzlich für euch ist. Oh, das hatten wir vorher, die gleiche bei Steinbock. Verbinde dich mit dem Element Luft. Luft erneuert deinen Geist, bringt Klarheit in deinen Verstand und öffnet dich für göttliche Weisheit. Das wird im Januar wichtig werden. Im Januar haben wir ja auch den Wassermann. Da ist es hier natürlich nicht verwunderlich, dass hier diese Karte kommt. Verbinde dich mit dem Element Luft. Und ja, die Luft erneuert deinen Geist, also geh auch raus an die frische Luft und halte deinen Verstand hier klar, ist hier die Botschaft. Achte auch auf deine Atmung, auf eine bewusste Atmung und dann öffnet sich für dich die göttliche Weisheit. Man sieht hier auch wirklich den Wachstum und dass du hier Lernen hier sein wirst, ja, auch die Weiterbildung hier, man sieht hier wirklich den inneren Wachstum. So, eine Karte ziehe ich noch und das ist die Liebeskarte. Für den Moment ist alles gut, das Universum ist vollkommen. Es kann nicht verbessert werden, wer es verändern will, verdirbt es, wer es besitzen will, verliert es. Ja, ich denke, das ist hier wirklich auch eine gute Botschaft hier für dieses Reading. Falls du hier in wirklichen Prozessen hier drinnen bist, sich wirklich das immer vor Augen zu führen, dass jetzt im Moment alles gut ist. Dieser Satz ist wirklich einer der wertvollsten Sätze, wenn man hier in so diversen, ja, schwierigeren Prozesse ist, ist dieser Satz wirklich sehr, sehr wertvoll. Genau. Und das Universum ist vollkommen, es kann nicht verbessert werden. Wer es verändern will, verdirbt es. Wer es besitzen will, verliert es. Also mache dir bewusst, alles, was hier passiert, hat auf jeden Fall einen Plan mit dir und vertraue darauf. Soll ich dir noch mitgeben? Gut, lieber Fisch, ich wünsche dir einen wundervollen Januar und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Tschüss.